Ich weiß, ich muss sie nach unten machen, aber ich möchte kurz was gucken. Okay, es passiert nichts. Warum? Entweder man kann da dort jetzt nicht hin oder sie ist gerade zu blöde gewesen, um sich da festzuhalten. So weit war das jetzt auch nicht entfernt. Kugel rollt einfach weiter. Wow! Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich. Mann! Ohne Witz, das ist langsam nicht mal lustig. Ich weiß, dass ihr jetzt darüber lacht, aber trotzdem, für mich ist es gerade nicht lustig. So. Oh, Alter! Wie kann manchmal sowas echt nervig sein? Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Aha. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Habt ihr es gehört? So, kriegen wir jetzt hier was gebacken oder nicht? Den Versuch versuche ich jetzt nicht. Nicht, dass er jetzt hier plötzlich wieder stirbt. So, welche Falle habe ich jetzt ausgelöst? Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracocha Stab. Excalibur?
Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Artus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Sag's ja, Excalibur. So hieß doch, glaube ich, das Schwert, war von... Das mit dem Zauberer. Mann, warum? Nein, noch nicht. Die sieht aus wie Seht hier sie von... Euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen. An der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy. Irgendwas passiert doch gleich. Ich stell sie durch. Lara! Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Ja, gut. Oh, geht es jetzt um Zeit? Ich kann jetzt da lang gehen, ja? Ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Ich hoffe, es geht hier nicht um Zeit. Ach, und hier kommt sie rüber? Oh, alter Mädchen, macht doch nicht sowas. Was war da gerade anvisiert? Wie viel habe ich überhaupt schon eingesammelt? Mir fehlt noch ein goldenes, ein silbernes und zwei bronzene. Bronzene, wie es anhört. Aber ich befürchte, ich habe da so welche wieder übersehen. Das sind doch Feinde. Eigentlich könnte Lara ja schlau sein und dann halt da rausspringen. Statt jetzt da lang zu gehen. Sehe euch. Wie oft willst du es mir noch sagen? Es kommt jetzt, glaube ich, zum vierten Mal. Dass sie es nicht bemerken. Dass jemand hier herum... Ich kann nicht sehen. Du? Ob sie runtergefallen ist? Vielleicht haben wir ihr Glück? Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Knie? Was geht dich das an? Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht zu blöd, das verdammte Seil festzuhalten. Es war nass.
Ich weiß nicht, wie sie ohne Seil hier runtergekommen ist, über diese glitschigen Felsen und... Oh! Wieso habe ich eigentlich wieder diese Waffe? Und nicht die andere? Und jetzt auf einmal haben die mich bemerkt? Jetzt auf einmal? Ich meine, ist ja nicht so, als hätte jemand da hier gerade herumgeschwungen. Also da kommt man schon mal nicht entlang. Denke ich. Nimm ich gerne. Nichts mehr von ihnen. Vielleicht ist ihr Funkgerät aus. Oder sie schlafen. Vielleicht machen sie ein Nickerchen. Finde es raus. Mach doch selbst. Mach es einfach, Miller, und hör auf zu jammern. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Gut, die zwei habe ich schon durch die Granate getötet. Wie komme ich eigentlich jetzt wieder raus? Nebenbei gesagt. Problem ist gelöst. Aber anscheinend trafen wir doch nicht auf das Monster. Anscheinend wurde es damals doch getötet. Ich wollte es eigentlich nur beschleunigen. Warte, sind da wieder Gegner? Ich habe irgendwas gehört. Ich habe das Gefühl... Hä? Du solltest einfach nur darauf gehen.
Nochmal, ich habe das Gefühl... Oh, sie kann auch so raufgehen, ohne dass ich Dings drücke. Dass oben eine böse Überraschung auf mich wartet. Hey, ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Daneben ein Jaguar. Und eine verdammte Riesenspinne habe ich auch gesehen. Das war eine Panther. Hast du das gesehen? Das war eine Panther. Ich wollte doch gerade heilen! Habt ihr das gesehen? Unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mehr hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toho Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. So. Was? Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extra-Menü einen Blick auf folgende Belohnungen. Zwischensequenzen, Biografien, Konzepte, Objektmodelle. Also den Goldschatz habe ich nicht gefunden. Ich habe dafür noch einen letzten Bronzeschatz gefunden. Und ja. Damit endet auch die Aufnahme für heute. Wir sind schon bei 42 Minuten. Ach.
Ich mache erstmal weiter und dann werde ich nochmal speichern. Oh. Aha. Ich habe Takamoto lange nicht gesehen. Vermutlich hält sich seine Freude über unser Wiedersehen im Grenzen. Aber falls er das Artefakt immer noch hat, verliert er am Sonntag nicht nur sein Gesicht. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Also, Lara, so zu sehen, habe ich jetzt auch noch nie gedacht. So. Als nächstes Mal sehen wir dann Lara in Chick-Style, sag ich jetzt mal. Und ich bin gespannt, was mich alles dort erwartet. Ich denke mal, auch eine böse Überraschung. Wie dem auch sei. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.